Hey Leute, ich bin's, Mac Peverick. In dieser Anleitung hier möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr den pH-Wert eures Bodens bzw. der Erde in eurem Garten selbst bestimmen könnt, und zwar mit ganz simplen Hausmitteln. Ich habe hier einmal dazu Erde aus meinem Garten entnommen. Dann habe ich hier ganz normalen Essig, etwas Backpulver und destilliertes Wasser, das ich mir selbst gemacht habe. Wie ihr das selber machen könnt, erfahrt ihr hier. Und jetzt nachfolgend erzähle ich euch, wie ihr den pH-Wert bestimmt. So, in die eine Schale gebe ich hier etwas Essig hinein. In die andere Schale kommt jetzt das destillierte Wasser. Dann gebe ich etwas Backpulver hinzu. So, das waren jetzt erstmal die Vorbereitungen. So, das ist jetzt nun die Schale mit dem Essig. Hier gebe ich jetzt erstmal etwas Erde hinein. Verrühre das hier so ein bisschen. So, wenn sich jetzt Schaum bilden würde, dann wäre der Boden alkalisch. Ja, das ist hier in diesem Fall nicht so. Es verhält sich relativ neutral, also alkalisch ist der Boden schon mal nicht. So, nun kommt die Schale mit dem destillierten Wasser und dem Backpulver zum Einsatz. Hier nehmen wir wieder etwas Erde, geben das rein. So, und jetzt müssen wir nicht nur schauen, sondern auch hören. Aber es zischt hier gar nichts. Wenn es nämlich jetzt zischen würde, dann wäre der Boden zu sauer. Und in dem Fall kann man sagen, habe ich einen sehr neutralen Boden. Und das ist ja ausgezeichnet. Das strebt man im Garten immer an. Ja, so könnt ihr also relativ einfach mit diesen beiden Methoden hier den pH-Wert eures Bodens bestimmen. So, nun zeige ich euch einmal, was mit Boden passiert, der zu sauer ist, wie das dann wirkt. Seht ihr jetzt, wie das reagiert hier? So, und hier habe ich jetzt etwas Boden, der alkalisch ist. Da kommt jetzt Essig rein. Und seht ihr, wie das hier schäumt? So kann man dann den alkalischen Boden nachweisen. Ja, ich hoffe, diese Anleitung hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Peverick.